Nachdem im vergangenen Jahr die Karnevalssaison Corona-bedingt ausfallen musste, meldeten sich die Narren nun wieder zurück. In Schwerin erfolgte um 11.11 Uhr vor dem Rathaus die traditionell symbolische Schlüsselübergabe. Erstmals händigte Stadtpräsident Sebastian Ehlers den goldenen Schlüssel an den amtierenden Präsidenten des Schweriner Karnevalclubs 79 e.V., Karl-Heinz Krüger, aus. Ja, das ist doch ein schönes Brauchtum. Auch wenn jetzt vielleicht der Norden nicht unbedingt Karnevalshochburg ist, haben wir in Schwerin auch sehr engagierte Vereine, die es seit vielen Jahren machen. Und Sie haben jetzt die Regentschaft heute übernommen im Rathaus. Wir haben den Schlüssel gerne übergeben und sind gespannt, was uns in den kommenden Wochen dann hier erwartet. Karneval gab es über Jahrhunderte auch schon in Mecklenburg und in Vorpommern. Und wir kosten das also richtig aus. Und ich muss sagen, auch nach 1990 haben sich viele, viele Vereine bei uns gebildet, die im Bund Deutscher Karneval mit eingebunden sind. Wir sind im großen Reigen von 5.500 Vereinen. Und dazu gehören natürlich die vier Schweriner Vereine auch. Und ich sage ganz einfach, wir freuen uns, wenn wir einen vollen Saal haben, wenn wir das Publikum erfreuen können. Und wenn das Publikum dann ganz einfach sagt, da gehen wir wieder hin. Krüger mahnte die Narren im Land aber auch zur Achtsamkeit. Ein Appell an die Narren, sich impfen zu lassen, die Regeln einzuhalten, Abstand zu halten, aufs Bützele verzichten und ganz einfach impfen, impfen, impfen. Das ist auch für die Cannabisten wichtig, um feiern zu können. Mit Blick auf die steigenden Corona-Zahlen bleibt offen, welche karnevalistischen Veranstaltungen in dieser Karnevalssaison stattfinden können. In Schwerin konnte die fünfte Jahreszeit dank der vier Karnevalsvereine mit großer Unterstützung der kleinen Narren immerhin eingeläutet werden. Inklusive Kamelle für groß und klein.